Jo Leute, und willkommen zu einem neuen Video. Und wie ihr es im Titel schon lesen könnt, eine neue Spiele-News-Folge, Folge 127. Und heute, Freunde, geht es um Death Stranding. Ja, es gibt jetzt zum Spiel einen neuen Trailer und das Spiel hat auch endlich einen Release-Termin bekommen. Ich sag euch heute in der heutigen Spiel-News-Folge, worum es natürlich geht in dem Spiel und wann das Spiel rauskommt. Hideo Kojima hat endlich neue Infos zu seinem kommenden Spiel Death Stranding bekannt gegeben. Wie erwartet hat Hideo Kojima heute neue Informationen zu seinem nächsten Spiel Death Stranding bekannt gegeben. Per Livestream wurde ein neuer Trailer zum Spiel gezeigt. Außerdem gibt es endlich einen Release-Termin. Dann kommt Death Stranding raus, Freunde. Der Release des Spiels ist nun für den 8. November 2019 terminiert. Das Spiel erscheint für die PlayStation 4, Freunde. Ja, wer die Trailer mochte und wer den neuen Trailer schon gesehen hat zum Spiel, ja, tragt euch den 8. November ein, Freunde. Da kommt dann Death Stranding raus für die PlayStation 4. Was man schon so alles gesehen hat. Und jetzt der neue Trailer hat mir alles echt sehr gut gefallen, Freunde. Ich werde mir dieses Spiel auf jeden Fall kaufen. Ob ich es let's playen werde, ist meine andere Frage. Wollt ihr, dass ich das Spiel let's playe? Schreibt es mir doch mal gerne in die Kommentare. Wenn keine Kommentare kommen, wenn ihr das nicht wollt, dann werde ich es privat für mich alleine zocken, das Spiel. Ja, am 8. November 2019 kommt Death Stranding raus, Freunde. Generell ist Death Stranding ein Third-Person-Open-World-Spiel, dessen Hauptfokus allerdings auf der Story liegt. Hauptcharakter des Spiels ist Sam Burgess, der von Schauspieler Norman Reedus verkörpert wird. Sam ist Lieferant und muss in der Welt von Death Stranding entsprechend Dinge abliefern. Dafür stehen ihm auch verschiedene roboterähnliche Vehikel und Hilfsmittel wie Leitern oder Seile zur Verfügung. Allerdings, Sams Welt ist keine normale, denn die mysteriösen Death Stranding haben begonnen, diese zu transformieren. Dementsprechend vorsichtig muss Sam auf seinem Weg von diesen Entitäten sein. Ein mechanischer Arm macht es ihm möglich, sie zu sehen und per Stealth-Mechanik zu umgehen. Der knapp 9-minütige neue Trailer zeigt diverse Spielszenen, darunter Kämpfe gegen Gegner und den Einsatz von Sams Gegenständen, die er über ein futuristisch aussehendes Ringmenü auswählen kann. Ja, Freunde, den neuen Trailer zum Spiel packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Dann könnt ihr sehen, wie es ausschaut. Dann könnt ihr euch selbst ein Bild davon machen, ob ihr es euch am 8. November dann kauft oder nicht. Mir hat der neue Trailer echt gut gefallen. Wie ist eure Meinung? Habt ihr den Trailer überhaupt schon gesehen? Falls nicht, findet ihr unten in der Videobeschreibung den Trailer. Und falls ihr den dann euch anguckt, schreibt mir doch mal gerne eure Meinung zum neuen Trailer in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich bin gespannt auf dieses Spiel, muss ich sagen. So, Freunde, dann würde ich sagen, das war's mit der neuen Spiele-News-Folge. Wenn euch die neue Folge gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Genauso wie ein Abo, das könnt ihr hier machen. Und hier oben, Freunde, gelangt ihr zu der letzten Spiele-News-Folge. Das war zu The Dark Pictures, Man of Medan. Falls ihr wissen wollt, wann das Spiel rauskommt und worum es in dem Spiel geht, dann gelangt ihr hier oben zum Video, Freunde. Und ja, Freunde, dann würde ich sagen, hören wir uns zum nächsten Video wieder. Haut rein, Zockerboy, Game Over. Ciao.